Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Ja, die letzte Folge ist ein kleines bisschen länger her. Dazu habe ich übrigens auch mal ein Let's Play gemacht. Und ich habe mich in diesem Level hier nicht wirklich weitergetraut. Das ist so allein auch nicht möglich für Markus. Und deshalb habe ich mir Verstärkung mitgeholt für diese Folge. Yay, hallo, ich bin Matterlein. Hallo Matterlein. Du wirst mir tatkräftig zur Seite stehen, während er mir tatkräftig im Weg steht. Er macht mir ein bisschen Angst, aber er ist weg. Okay. Wetten, er steht jetzt hinter mir. Nein. Oh, boy. Da oben scheint ein Secret zu sein. Wie... Ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Und dann das Spiel Secrets? Gab es da wirklich Secrets? Ich weiß es gar nicht. Nein, es gab so Gegenstände, die überall rumlagen und die konnte man sammeln. Ist halt wie ein Dieb halt. Ja. Klauen. Huxley. Ich stelle fest, dass du in letzter Zeit recht häufig abwesend bist. War ich auch. Die Schichten in der Reformierung sind für dich schwer zu ertragen, das weiß ich. Aber wir müssen alle unseren Beitrag für das Wohlbefinden unserer am schwersten erkrankten Patienten leisten. Okay, ich habe keine Ahnung mehr, wer Huxley war, aber der Name kam mehrmals vor. Zudem ist mir aufgefallen, dass du seit neuem hinkst. Lass dich von Dr. Stedman untersuchen. Alle unsere Schwestern müssen kerngesund sein, müssen Kernhunde sein, solange unser Schutzherr auf der Pirsch ist. T. Mr. T hat das also geschrieben. Okay, wie komme ich da hoch? Ich weiß es nicht. Vielleicht, okay. Ich meine, den Mr. T-Witz hattest du auch schon gebracht. Echt? Ja. Scheiße, jetzt kommt das alles raus. Wie, du willst hier was beschwören? Habe ich nicht genug Angst? F5 war schnell speichern, oder? Ja. Raus hier. Ich fürchte, nein. Ich fürchte, du bleibst dir noch ein bisschen drin. Nee, ich gehe aus der Anstalt jetzt. Okay, LOL! Erstmal noch ein bisschen lesen. Ja, erstmal noch ein bisschen lesen, da fühle ich mich sicher. Nachtaufseher im Dienst. Huxley, ich stelle fest, dass... Gut. Das ist der gleiche Text. Nein, das ist einfach... Ich habe vergessen, dass man auf die klicken muss. Kein Herumlungern in den Gängen. Kein Lärm in den Zimmern. Türen geschlossen halten. Ja, sollen sich die Geister auch dran halten, finde ich, oder? Ja. Kein Herumlungern in den Gängen und so. Ja, ich wäre Ihnen sehr dankbar dafür. Hier stand doch eben... Das klingt wie... marschieren. Aber das ist soll die Musik sein, glaube ich. Oder? Siehst du das da? Wow. Das ist echt wie in Amnesia. Ja, Ich will nicht. Die Gänge wabern aber alle. Ja. Ich bezweifle auch, dass dich hier jetzt wirklich irgendwas anspringt oder so und dir Schaden macht. Ja, es ist trotzdem ein gutes Gefühl, den Bogen draußen zu haben. Keine Türen öffnen. Oh. Sag mal, ich hatte eine Karte, M. Genau, die zeigt mir, wo ich hin muss. Sie leitet mir den Weg. Kannst du vielleicht nochmal irgendwie das Questlog aufmachen, dass man einem klar wird, was du eigentlich machen musst? L, Q, keine Ahnung, wie geht das Questlog nochmal? Spielfortschritt, nee. Ziele. Betritt die Frauenabteilung. Ach ja. Ich hoffe, du wirst jetzt nicht, hi. Ja. Wir sollen die Frauenabteilung betreten. Da war ja was, ich erinnere mich. Das ist die falsche Tür. War das nicht so ein Schlüssel in Form eines Phallus-Symbols, womit du die Frauenabteilung betreten solltest? Ich glaube schon. Nee, das bildest du dir. Nee, ich hab diesen Schlüssel tatsächlich gesammelt. Stimmt, ich hab den noch. Hm. Er gammelt in meiner Tasche herum. Lungert dort nahezu. Frauenabteilung, das klingt wie in so einem Kaufhaus oder so. Geile Ischen, jetzt in der Frauenabteilung. Ja, was soll... Wahrscheinlich welche, die schon... Ja, darauf stehe ich ja besonders. Ach nee. So, Wurfobjekt. Und hier ist dann wohl der Schlüssel. Hier kommt der Schlüssel rein, genau. Das sieht aus wie ein Sex. Freund bei Silent Hill. Also diese Sache.
Ah, wieso drücke ich F1? Ich will speichern. Diese Tür sieht aus, als sollte sie nicht zerstört werden. Ja. Die Frauen sind ihnen halt wirklich heilig. Ich mach sie mal hinter mir zu. Vielleicht sind die auch besonders stark, die Frauen wieder. Ja. So, Mannsweiber halt. Hunderte davon, Tausende. So, es ist Zeit, Schubladen zu öffnen. Ich bezweifle ja stark, dass in irgendeiner Schublade etwas ist, das mich erschrecken könnte. Ja. Dann wiederum könnte mich momentan mit dieser Musik im Hintergrund alles erschrecken. Herausfallende Schädel. Herausschädelte Fallen. Nee, Schere, kein Schädel. Okay, Attention. Was steht da? Excitable Patience. Ja, Excitable Patience. Ich habe keine Ahnung, was Excitable heißt. Ich verstehe es gerade auch nicht, wie man das übersetzen soll. Da. Hallo? Der steht da einfach. Bestimmt ist er gleich wieder weg. Ja, damit rechne ich auch. Ja. Ja. Er stand vor dieser Tür. Sag mal, wenn ich jetzt wieder zurückgehe hierhin. Oh, wieso mache ich denn sowas? Wieso forsche ich denn dann noch nach? Das ist so wie bei Nasenbluten in der Nase bohren. Ich spreche aus Erfahrung. Vielleicht gibt es irgendwelche medizinischen Akten, die mir weiterhelfen? Medizinische Akten? Ich habe andere Sorgen als medizinische Akten. Ach ja, stimmt, du wolltest. Was soll denn das? Da ist jemand, oder? Siehst du den Kopf? Ist das ein Kopf? Würde ich jetzt. Ja. Oder? Da steht definitiv irgendjemand. Ja. Das war eine Frau in einem schwarzen Kleid, oder? Ja. Würde Sinn machen in der Frauenabteilung. Nee, die sind in der Frauen mit schwarzen Kleidern Abteilung. Die ist direkt daneben. Ja, wie der da schon steht. Was wird jetzt wohl passieren? Was wird wohl passieren, wenn ich diese Tür öffne? Gar nichts. Boy. Alles cool. Ja, chill mal. Chill dein Leben, Alter. Ich hasse diesen Spruch nebenbei. Schlosskacken. Erstmal sagen, wenn ich den Spruch hasse. Mal Stifte setzen. In der Frauenabteilung. Hört sich doch nicht. Doch, doch. Das ist schon richtig so. Passt ja alles. Ja, scheiße, ich habe einen Schatten. Und dafür sollte ich diese Tür jetzt aufsperren. Rollstuhl, setz dich mal im Gang. Ist ja also Faulheit hier. Wenn der Rollstuhl... Der steht doch schon im Gang. Ja, aber soll sich ja setzen. Die versucht ja lustig zu sein. Marco, ohne sie sind deine LPs alle besser. Ohne sie gäbe es dieses Video nicht. Ohne sie würde ich immer noch da sitzen. Es ist gut, wie du mir Mut machst. Ich habe mich aber auch gerade total erschrocken. Ja, das habe ich gemerkt. Ja. Leute, chillt euer Leben. Ohne sie würdest du hier immer noch sitzen mit normalem Herzschlag. Ja. Wie soll sich das mal... Wieso bin ich der Kreatur jetzt einfach so gefolgt? Weiß jetzt nicht, ob das ist klug. Das... Boy. Eine Frau im weißen Kleid? Ja. Das hier ist die Kantine, was? Nein, das ist die Frauen in weißen Kleidern Abteilung. Da liegen überall Sachen, willst du die nicht aufheben? Da sind Puppen, glaube ich, oder? Warum? Ach, das ist ein Theater. Das ist ein Theater. Kein Theater, bitte. Keine Puppen. Oh nee, sie wollen... Och nee. Wenn ich der Frau folgen will, muss ich an den Puppen vorbei. Ganz nah an den Puppen vorbei. Was wird da wohl passieren? Was könnte da bloß geschehen?
Ich hoffe mal, dass das hier nicht irgendein optionaler Abschnitt ist, in dem wir gar nicht hätten müssen. Da hängt das. Kannst du das an der Wand irgendwie lesen? Ja, erstmal lesen, ne? Ja. Wie war es nochmal? Ich glaube nicht, dass dich da gleich was anspringt. Er hat dich ja nicht angesprungen. Er wollte nur den Fahrstuhl nehmen, der nicht da war. Was war das? War da gerade was? Wir lesen jetzt mal das Dokument. Es trägt den Namen, warte, Kapitel 5, Unterhaltung. Ja, sehr unterhaltsam. Ja. Revue mit 3 Parodien, Damenwahl, Operette in 5 Akten, Felicia Scambalo, Tingeltangel. Midsommertagsfeier. Was ist das für ein Name? Abendessen mit Dr. Stepman. Kann man machen. Na. Die Pfanne ist nicht beschichtet. Davor hast du dich gerade erschrocken, ja? Ja, ja. Ja. Ich habe große Angst vor nicht beschichteten Pfannen. Traumatische Erfahrungen. Ach nee, sie wollen, dass ich ein Ventil drehe. Das ist auch so amnesiamäßig. Wie drehen? Ich mach doch schon was. Was wollt ihr? Mit Maustaste, oder? Ja, ich hab die mit. Das Ventil hat's verdient, der Hurensohn. Es geht. Okay, ich glaube, Garrett sollte auch eingeliefert werden. Eigentlich dreht man doch anders. Ja, so. Deshalb habe ich nicht. Wow. Das klingt, als wären das nur Sounds. Ach, das klingt wie ein Sound. Aber was? Das sind doch bestimmt alles nur irgendwelche Mutmach-Sounds. Von allen Dingen, die sie machen, ist Mut keins. Da war ich wieder in der Frauenabteilung jetzt. Das ist der Frauenspeisesaal, da isst man Frauen. Ich gehe mal zu meiner Quest, die führt mich in diese Richtung wiederum. Ich hätte ja schon gerne auf der Bühne mal geguckt. Nein. Okay. Kann man nicht machen. Ist ja gut. Das kannst du mir nicht antun. Auf. Obwohl ich es ja sehr gerne würde, um ehrlich zu sein. Ja, mit Würde hat das aber nichts zu tun dann, was dann passiert. Wenn man sich mitten in einem Let's Play einscheißt, ist das keine Würde. Oh nee. Das ist auch eine böse Szenerie hier. Ja. Ich habe die Tür nicht geschlossen. Wohin soll ich? Was soll denn das? Ich weiß es nicht. Ist das denn die richtige Etage? Vermutlich nicht. Karte? Es gibt eine große Karte, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mich nicht erinnern. Karte ansehen. Gibt es verschiedene Ebenen? Nein. Nee. Die sagen dir ja nichts über Etagen. Kannst du da durch? Die Frage ist nicht, ob neue ich Karte, kann. Neue Karte. Neue Karte. Ach, der Schraubenzieher, ja, ja. Da war ja was. Den hast du aber jetzt, oder? Ja. Okay. Aber Schraubenzieher ist doch generell, klingt optional, ne? Ach komm, mach. Was soll denn das? Was ist das? Das sind meine eigenen Fußspuren, wenn ich mich drehe. Aber es hat mich gerade auch irritiert. Neues Dokument, Dokument, wir sammeln hier Dokumente. Regelung für Schreibmaterialien, strenge Aufsicht. Werden nur zur Verfügung gestellt, wenn der Patient einen unmittelbaren Zweck angeben kann. Angeber. Es dürfen keine Füller mit Metallfedern an Patienten ausgegeben werden, weil sonst springen die herum wie irre. Selbstdarstellung ist keine gültige Methode der kognitiven Therapie. Weißt du? Kognitive Therapie. Stecken die den Schwänze irgendwo rein? Was soll denn das? Ein Füller! Ein Schreibmaterial. Ich bin ein lieber Patient. Ich darf Dinge schreiben. Schreib jetzt böse Buben.
Stimmen, ja, die brauche ich jetzt. Stimmen. Wählt mich. Die Stimmen werden lauter. Immer wenn ich mich ihr nähere, fangen sie an und schreien. Ja, das waren wir beide eben. Meine Hände zittern so stark, dass ich mir damit einen runterhole, dass ich kaum das Patientenregister unterschreiben kann. Was soll ich tun? Meine Haare, Fingernägel, Zähne, es ist, als würde ich auseinanderfallen. Das nennt man Altern. Ich kann nicht mehr dort hinuntergehen, ich kann so nicht weitermachen. Dr. Statman wird das verstehen. Ich erkläre ihm den Sachverhalt und werde in die Stadt zurückversetzt. Alles wird wieder ein Ort. Mag es nicht, Notizen zu lesen von Leuten, die sichtlich unterbrochen wurden. Ja. Hab Angst! Hier waren wir schon, ne? Das war die Stelle mit der Tür zur Frauenabteilung. Hab keine Ahnung. Ja, da war doch gerade wieder dieser rote Schloss, dieses seltsame. Sicher? Ja, klar. Das hier ist... Ja, oder ist es eine andere Tür? Ne, es ist dieselbe. Was ist das eigentlich für ein Schlüssel? Ein Phallus-Symbol, weil die es lustig finden. Die haben gelohlt wie die Irren. Aus wie der Big Ben. Nun. Ist ein schöner Name für ein... Na, egal. Och nee. Füller für 4 Gold. Dieser Raum ergibt überhaupt keinen Sinn. Guck mal. Diese Tür dort. Ja, es öffnet diese Tür. Und hier sind wir auf der anderen Seite derselben Tür, wo man durchklettern kann und dann ist man hier. Ja, aber das war eine Zelle. Ja, eine Zelle, aber in der Zelle ist ja nichts. Ach so, du meinst, das ergibt für dich keinen Sinn. Ja, okay. Ja, so meine ich das. Dachte jetzt logisch gesehen. Logik, Marco, halt. So, jetzt geht es wieder nach oben. Glaube ich. Ja, wir sind keine Treppe hochgegangen und wir sind ja diesen Aufzug runtergefallen. Das heißt, wir kommen jetzt wieder nach oben. Runtergefallen, du bist da runtergesprungen. Ja, ist ungefähr dasselbe. Kommt leider aus der Wien raus. Oh, guck mal, Gollum, der hat einen Ring, ich muss hinterher, oder was? Ja, ich dachte, das wäre halt voll mutig, wenn ich das mache. War aber dumm. War dumm aber. Ja, das hier ist, denke ich, die richtige Ebene, nur diese Tür dort kann ich nicht öffnen. Da war eben auch ein Lichtschein von der anderen Seite, vielleicht... Ja, das ist praktisch vom Innenraum, von diesem Raum, in den ich müsste. Hm. Ist der einzige beleuchtete Raum. Ja, stimmt. Warum? Wieso ist der beleuchtet? Das wundert mich eben. Hier ist auch eine Tür, durch die ich nicht rein kann. Aber die Questmarker sagt, der kann sprechen. Und der sagt halt, ich soll da rein. Geh da rein, Junge, sagt er. Hör genau hin. Hier ist um die Ecke die eine Tusse verschwunden. Eine E-Gitarre? Nein, ein Handspiegel. Warum braucht man für seine Hand einen Spiegel? Die sieht man doch auch so. Da kann man sich im Schrank verstecken. Ja, das bedeutet etwas. Vor allem ist das ja auch ein Safe-Punkt. Der hat irgendeine Relevanz. Jemand ein Feuerchen gemacht, deswegen ist da Licht. Ich habe nämlich schon gedacht, dieses Haus sieht nicht so aus, als gäbe es dort Strom seit langer, langer Zeit. Ja. Patientin Nummer 8. 18, das ist, ich glaube, das ist... Ist sie das? Das ist sie. Erin, genau.